Der Tod sitzt im Darm und ich werde euch genauestens zeigen, welche Nüsse hier anscheinend diese Ansage den Kampf ansagen. Und genau genommen, heute geht es um eine ganz bestimmte Nuss. Die Dosierung ist sehr, sehr entscheidend, die ich im Laufe des Videos hier mit euch zusammen evaluieren werde, anhand von Goldstandardstudien, die ich für euch vorbereitet habe und rausrecherchiert habe. Doch zunächst, bevor wir auf den Darm kommen und welchen Zusammenhang es dort gibt, möchte ich euch natürlich erläutern, um welche Nuss es sich handelt. Und es ist die Walnuss. Der Energiegehalt ist 662 Kalorien, Fett sind 62 Gramm, Kohlenhydrate 11 Gramm, Eiweiß 14 Gramm, Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium 2 Milligramm, 554 Milligramm, 85 Milligramm und 130 Milligramm. Auffallend tut sie aber durch ihren hohen Omega-3-Gehalt. Sie sind die Nüsse mit dem höchsten Omega-3-Gehalt, nur geschlagen von Samen wie Leinsamen oder Chiasamen. Doch im Schatten gestellt wird dies auch ebenfalls durch den hohen Omega-6-Gehalt. Omega-6 fördert Entzündungen durch Bildung von Arachidonsäure, ja. Das ist dann dementsprechend der Grund. Und Omega-3 hemmen diese. Wie wir wissen, nutzen Omega-3 und Omega-6 den gleichen Enzymkomplex, sodass bei einem Übermaß von Omega-6 mehr Entzündungen entstehen, wie sie gehemmt werden können durch die Omega-3-Fettsäuren. Da die Omega-3-Fettsäuren verdrängt werden von dem Enzymkomplex, der sie ja umwandelt. Die Folgen sind Entzündungen und zwar systemisch im Körper. Dazu habe ich ebenfalls recherchiert mit erstaunlichen Ergebnissen. Dieses Paradigma, ja, hat sich quasi ebenfalls auch bei mir eingebrannt. Und anscheinend ist es hier eine Kehrtwende, denn die Walnuss hat ganz hervorragende und herausragende Eigenschaften, die vielleicht andere Nüsse nicht so an den Tag legen. Und zwar, in einer randomisierten Studie aus dem Jahre 2020 mit Serben wurde genau dies getestet. Hier sehen wir zum Studiendesign, was erst sehr groß war, aber dann leider sehr viel exkludiert worden ist, was aber auch sehr vorteilhaft ist, denn hier wird wirklich nur das benutzt, was auch aussagekräftig ist. Es fand eine vierwöchige Gabe von 56 Gramm Walnüssen täglich statt, was immerhin knapp 400 Kalorien extra sind am Tag. Erstaunlicherweise ist trotz der Kalorienmenge der Body Mass Index statistisch signifikant gesunken, sowie der systolische Blutdruck und die fettfreie Masse sogar gestiegen, also die Muskelmasse. Alles statistisch signifikant. Das Entscheidende kommt aber jetzt. Wir vermerken, dass die Omega-3-Fettsäure ALA, Alpha-Linolensäure, mehr als statistisch signifikant gestiegen ist. Das ist die Omega-3-Fettsäure. Aus dieser stellt unser Körper dann sehr entscheidend, ja, die Omega-3-Fettsäure EPA her. Wir sehen auch hier, ist diese Omega-3-Fettsäure ebenfalls statistisch signifikant gestiegen. Was aber wichtiger ist, ist die Omega-3-Fettsäure DHA. Das ist die letzte Ausbaustufe der Omega-3-Fettsäure, die den höchsten physiologischen Wert hat. Also wirklich den höchsten physiologischen Wert für unseren Körper. Und diese ist leider nicht statistisch signifikant gestiegen. Da ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel noch Omega-3-Fettsäuren supplementiere, ja, EPA und DHA. Nun gut, nun kommen wir aber dazu, dass die Walnüsse sehr viel Omega-6 beinhalten und diese Entzündung fördern. Tatsächlich sehen wir aber hier, sind die Omega-3-Fettsäuren statistisch signifikant gestiegen, aber die Omega-6-Fettsäuren nach einer vierwöchigen Verzehr quasi von 56 Gramm Walnüssen am Tag nicht statistisch signifikant gestiegen. Und noch besser sehen wir hier, ganz unten ist das Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis im Körper sogar besser geworden, ebenfalls statistisch signifikant. Daher kann man nicht direkt sagen, dass Walnüsse durch ihren hohen Anteil von Omega-6 zu mehr Entzündungen führen, denn dies war trotz des Gehalts nicht so messbar hier in der Studie. Diese kleine Studie sollte eine Tendenz zeigen und belegt sicherlich nicht kausal, weil keine Placebo-Gruppe hier vorhanden war und die Teilnehmerzahl relativ gering war. Aber es ist ja nicht verkehrt, so eine Studie mal zu lesen. Und ebenfalls hat es mir die Aversion genommen, daher habe ich sie auch quasi täglich auf meinem Speiseplan mittlerweile integriert. Wir haben ebenfalls laborgeprüfte Walnüsse in Bioqualität und Rohkostqualität, da diese sehr oft belastet sind, das könnt ihr mir glauben. Und daher haben wir sie auch testen lassen. Wer da sicher sein möchte, kann sich diese gerne hier einverleihen. Wir haben ein Kilo für 15,90 Euro. Laborgeprüft Bio-Rohkost finde ich sehr, sehr, sehr fair. Übrigens, das sind auch genau die, die ich zum Beispiel immer morgens konsumiere. Dies kann ich ebenfalls unterstreichen mit einer randomisierten, placebo-kontrollierten Studie mit 100 Teilnehmern, also deutlich mehr, die Übergewicht hatten und sich in einer Diät befanden. Aber diese Gruppe, ja, hatte dementsprechend die 15% ihrer Kalorien aus Walnüssen geschöpft. Und die anderen hatten dann dementsprechend diese 15% mit etwas anderem gefüllt, aber beide waren auf jeden Fall in einer Diät. Was hier ebenfalls beobachtet wurde, stieg auch hier der Omega-6-Gehalt und Omega-3-Gehalt statistisch signifikant. Doch wie wir sehen, trotz des hohen Gehalts an Omega-6 in der Nuss, der hier deutlich höher ist, also Faktor 6 bis 10-fach mehr Omega-6 hat die Nuss als Omega-3,
ist prozentual quasi deutlich mehr Omega-3 gestiegen im Körper als Omega-6 innerhalb des Wertes. Viele haben Angst, wenn sie viele Fette essen, dass ihre Blutfettwerte sich statistisch signifikant verschlechtern. Auch hier ist der Trend quasi nicht korrelierend, ja? Denn wir sehen in der Gruppe, haben sich die Blutfettwerte nicht statistisch signifikant verschlechtert. Also es gab keine Auswirkung quasi darauf. Ja? Doch wieso ich täglich eine Handvoll davon esse, kommt jetzt in einer randomisierten, kontrollierten Studie mit gesunden Erwachsenen 194 an der Zahl, die 43 Gramm Walnüsse am Tag erhalten haben und später wurde die Gruppe dementsprechend getauscht. Die vorher Walnüsse gegessen haben, haben dann keine Walnüsse gegessen und die, die keine Walnüsse gegessen haben, haben dann Walnüsse gegessen. Dazwischen war dann dementsprechend nochmal eine vierwöchige Washout-Phase, nennt man das, wo die Werte quasi sich normalisieren sollten und dann wurde dementsprechend die Gruppen nochmal getauscht. Also ich möchte hier nochmal sagen, dass das Studiendesign ist mit dem höchsten Standard weltweit, meines Erachtens. Mehr kann man wirklich nicht tun. Ich möchte euch hier zeigen, dass die Artenvielfalt der Darmbakterien, die immerhin 10-mal mehr vorhanden sind, als du Körperzellen hast, statistisch signifikant erhöht war in der Walnussgruppe. Je artenreicher eine Darmflora, desto gesünder ist der Mensch. Der tägliche Verzehr von 43 Gramm Walnüssen führte bei gesunden Personen zu signifikanten Veränderungen in der Zusammensetzung und Vielfalt des Darmmikrobioms, in dem probiotische und Buttersäure produzierende Arten gefördert werden. Wichtiger Satz, Buttersäure produzieren, denn dadurch sinkt der pH-Wert im Darm. Dadurch können dementsprechend Milchsäurebakterien überhaupt erst überleben. Steigt der pH-Wert, sterben die guten Bakterien und führt früher oder später dementsprechend zur Krankheit beim Menschen. 2018 erschien eine weitere Studie im Journal of Nutrition zu genau dem gleichen Thema, randomisiert 0 oder 42 Gramm Walnüsse über 3 Wochen. Auch hier sehen wir, zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Verzehr von Walnüssen die gastrointestinale Mikrobiota und mikrobiell gewonnene sekundäre Gallensäure beeinflusst und das Gesamt- und das LDL-Cholesterin im Serum gesunder Erwachsener senkt. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die gastrointestinale Mikrobiota zu den zugrunde liegenden Mechanismen der positiven gesundheitlichen Auswirkungen des Walnussverzehrs beitragen kann, einschließlich der kardiometabolischen und gastrointestinalen Gesundheit. Zum Abschluss noch die Folgen einer nicht optimalen diversen Darmflora. Eine verringerte Diversität ist assoziiert mit Übergewicht, hierzu eine interessante Studie, die mit Zwillingen durchgeführt worden war. Oder Entzündungsprozessen, Diabetes Typ 1 und damit dementsprechend Autoimmunkrankheiten, aber auch Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes Typ 2, hier aus dem Nature Magazin. Oder auch mit Morbus Crohn assoziiert, eine verminderte Diversität in der Darmflora bzw. im Mikrobiota. Hautkrankheiten, Dermatitis, Schuppenflechte oder auch Candida albicans. Und viele weitere. Es ist wirklich die Artenvielfalt, die den Mensch gesund leben lässt. Und wir sehen hier, dass die Walnuss einen entscheidenden Beitrag dazu leistet, wie divers deine Darmflora dementsprechend ist. Und von daher an, finde ich, sollte man dieser Nuss eventuell eine Chance geben, wenn man sich denn dazu entscheiden möchte. Sehr gerne auf purazell.de vorbeischauen. Wir haben laborgeprüfte Walnüsse in Rohkost und Bioqualität. Wer sich diese einverleiben möchte, ich würde mich sehr freuen, wenn mich da unterstützt auf purazell.de. Das ist meine einzige Einnahmequelle. Dankeschön fürs Zusehen. Liken und kommentieren nicht vergessen. Bis gleich auf purazell.de. Danke für deinen Support.